Also auf keinen Fall muss man sie aushalten, sondern im Gegenteil, man muss das machen, was wir auch heute hier tun. Man muss laut gegen sie sein. Mainzer, zeigt mir, wie laut wir sind gegen Nazis! Das Schöne bei, wahrscheinlich das Schönste an Nazi-Demos sind ja die Gegendemos, und daran das Schönste sind immer die vielen lustigen und kreativen Plakate. Man lernt immer mal wieder was dazu, neue Ideen für andere Demonstrationen. Mein Lieblingsplakat heute stand da hinten an dem Baum, es ist leider schon wieder weg: Kein Shoppen für Nazis. Und ich glaube, das trifft in einer Region wie hier ganz gut auch zu. Und an einem Samstagmorgen, ich sehe auch viele, viele junge Leute glücklicherweise, an einem Samstagmorgen werden viele von uns vielleicht auch auf dem Markt frühstücken, das heute ausfallen muss. Und auch da gilt: Kein Shoppen für Nazis. Die Nazis nehmen uns heute nämlich quasi das Marktfrühstück weg. Da, wo wir uns samstags treffen, in Vielfalt, weil wir zusammen sein wollen, weil wir eine gute Zeit miteinander verbringen wollen, weil wir so leben wollen, wie wir sind, vielfältig, bunt, gemeinsam. Das, was all die nicht sind, das wird uns heute weggenommen. Und deshalb gilt heute und an allen anderen Tagen hier in Mainz und auch in der Umgebung kein Shoppen für Nazis. Wir leben unsere Vielfalt und die lassen wir uns von denen nicht wegnehmen. Deshalb, an einem Tag wie heute ist es vielleicht auch etwas warm, muss man auch genug trinken. Deshalb, wenn ihr heute noch irgendwo zusammen seid, noch was trinken geht, trinkt vielleicht auch noch eine Schorle, einen Schoppen gegen Nazis. Und weil viele vor mir schon etwas zu lange geredet haben, will ich es vielleicht etwas kürzer machen, damit wir im Zeitplan bleiben. Vielen, vielen Dank, dass wir heute so viele sind, dass wir eines zeigen: Mainz steht auf, wenn es drauf ankommt. Da habt ihr alle einen Verdienst daran. Und deshalb, ich freue mich unsagbar, diesen tollen Wahlkreis im Bundestag vertreten zu dürfen, wo, wenn Nazis auftauchen, sich nicht alle wegducken, sondern wo sie erst recht aufstehen und sagen: Nicht in unserer Stadt!